Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Neuzugänge-Video und zwar für den Monat Oktober. Ihr seht jetzt hier schon eine kleine Auswahl und denkt wahrscheinlich, jetzt hat sie sich endlich mal zusammengerissen und stimmt auch fast. Nur ich habe hier noch einen kleinen Stapel, der durch eine andere gemeinsame Aktion mit anderen Booktubern entstanden ist. Und dieses Video kommt aber, ich weiß es nicht genau, vor oder nach diesem Video hier, wo ich euch die Bücher schon mal dann noch einzeln vorstellen werde. Deswegen zeige ich sie euch einfach kurz der Vollständigkeit halber, werde aber nicht weiter darauf eingehen, worum es darin geht, denn das seht ihr dann in dem anderen Video. Sobald das verfügbar ist, werde ich das auch irgendwo verlinken. Also, da sind bei mir sozusagen als Tausch, wenn man so möchte, eingezogen. Und zwar das Herzhören von Jan-Philipp Sendker. Vielleicht mal hier besser. Ja. Dann noch Achtsam Morden von Carsten Dusse. Nebra von Thomas Thiemeier. Das Jahr, das 2 Sekunden brauchte von Rachel Joyce. Und zum Schluss Die Wüstenblume von Waris Derrier. Wie gesagt, wenn ihr wissen möchtet, worum es in den Büchern genau geht, dann schaut in das andere Video. Und jetzt mal weiter mit diesen 7 Büchern. Und zwar die ersten 3, sage ich gleich, sind Rezensionsexemplare. Das erste ist aus dem Dumont Verlag von Barbara Pym. Und zwar Quartett im Herbst. Und das lese ich auch aktuell. Und bin zuversichtlich, dass ich das im November beenden werde und ihr in dem Lesemonat dann genauer vorgestellt bekommt. Aber mal ganz grob, und zwar ist das eine Geschichte von 1977. Ich gucke noch mal kurz zur Sicherheit. Es verwirrt mich immer, wenn das dann nicht vorne steht, sondern hinten. Genau, also das Original ist 1977 erschienen. Ja, auf Englisch Quartett in Autumn und jetzt in der deutschen Erstauflage 2021. Also bei uns sozusagen eine Neuerscheinung, aber eigentlich aus den 70ern. Und hier geht es um 4 ältere Menschen, die Kollegen in einem Büro sind und die sich alle mehr oder weniger damit befassen, dass ihre Rente bevorsteht und sich einerseits darauf freuen und andererseits aber auch nicht so richtig wissen, was sie dann mit ihrem Leben anfangen können. Alle 4 sind alleinstehend, haben so ihre eigenen Macken und Mucken und einfach verschiedene Ansichten, ganz verschiedene Persönlichkeiten und wir lernen auf eine sehr langsame und entspannte Art und Weise kennen, wie die so ticken, können uns, glaube ich, nicht so ganz in jeden davon hineinversetzen, aber es ist doch eine, ich sag mal, fast schon Personenstudie und doch ganz interessant zu begleiten. Aber wie gesagt, genaueres und meine Meinung dazu abschließend dann im Lesemonat November. Das nächste ist, wie gesagt, auch ein Rezensionsexemplar und zwar vom Diogenes Verlag und habe ich schon ab und zu mal jetzt woanders gesehen und es hat mich auch total interessiert, einfach auch das Thema und zwar Was bleibt, wenn wir sterben von Louise Brown. Erfahrungen einer Trauerrednerin. Und das sagt eigentlich schon ganz viel. Und zwar hat die Autorin nach dem Tod ihrer Eltern, also sie war eigentlich Journalistin und hat dann versucht, damit umzugehen, mit diesem Schicksalsschlag und das zu verarbeiten. Und irgendwie hat es sie dazu gebracht, eben Trauerrednerin zu werden und sich mit dem Thema Trauer, Abschied und Tod näher zu beschäftigen, was das mit den Hinterbliebenen macht. Ob es natürlich auch Mut machen kann, wenn man bestimmte Sichtweisen darauf vielleicht nicht ändert, aber sie noch hinzugewinnt. Und ich weiß nicht, ob es so eine Art Unterstützung sein kann in einem Trauerprozess oder ob es vielleicht sogar gut ist, das einfach schon vorher mal gelesen zu haben, damit es einen gar nicht, also das heißt gar nicht erst so trifft. Ich glaube nicht, dass das hier das Wundermittel, Heilmittel sein wird, dass man niemals wieder Trauer empfinden wird, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Das glaube ich nicht. Aber vielleicht sind doch, gerade wenn man nicht religiös ist, so hoffe ich, dass das hier in dem Buch auch betrachtet wird, dass
es auch ja, ein paar mutmachende Sätze gibt, die darüber hinausgehen, ja, dass man sich im Himmel irgendwann wieder sieht. Also das war so ein bisschen meine erste Befürchtung, dass das hier vielleicht auch so ein bisschen in eine etwas esoterische Richtung gehen könnte, was ich jetzt aber von einer Journalistin eigentlich nicht erwarten würde. Und ja, bei anderen, die das Buch teilweise schon gelesen haben, habe ich mich da auch mal rückversichert und es soll eben nicht so sein. Deswegen bin ich sehr, sehr spannend, was ich selber dann hieraus mitnehmen werde. Es sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr schön aus. Ich habe mir hier schon, was hier so ein bisschen rumklappert, so ein eigenes Lesezeichen gebastelt mit einem kleinen Origami-Vogel. Und der passt da ganz gut dazu. Also natürlich muss man, glaube ich, immer so ein bisschen in einer gewissen Stimmung sein für so ein Buch. Aber jetzt in den grauen Tagen, da bin ich immer hin und her gerissen, ob es da gerade gut reinpasst oder ob man sich dann nicht noch mehr runterziehen lassen sollte. Aber wie gesagt, ich hoffe mir natürlich hier auch ein bisschen Hilfe, ein bisschen Mut machen, ein bisschen Unterstützung, wenn es dann mal wieder zu einem Trauerprozess kommt. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Das Buch ist auch nicht so dick. Und zwar hat es 200, ah nein, da sind noch ein paar Zitate noch, also 237 Seiten. Das denke ich mal, lässt sich gut lesen, je nachdem, wie es geschrieben ist und was man vielleicht auch für Pausen braucht dazwischen zum Durchatmen, je nachdem, wie es einen trifft. Ja, aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Bei dem nächsten Buch konnte ich einfach nicht widerstehen, als ich gesehen habe, dass es als Rezensionsexemplar verfügbar war. Und habe da jetzt aber auch ein bisschen noch draus gelernt, dass ich nicht zu voreilig sein sollte, weil ich dachte nämlich, so wenn du das jetzt schon anfragst, dann hast du nämlich die Chance auf eine gebundene Ausgabe und ihr werdet gleich wissen, warum ich da so scharf drauf war. Nur leider habe ich eben den Fehler gemacht, es vor Erscheinungsdatum anzufragen und habe deswegen ein explizit gekennzeichnetes Leseexemplar bekommen, für das ich trotzdem extrem dankbar bin, dass ich trotzdem sehr, sehr gerne lesen werde. Nur es passt jetzt leider nicht so ganz optisch in meine Sammlung. Aber das lässt sich ja irgendwann auch nochmal ändern. Und zwar geht es um Die Enkelin von Bernhard Schlink. Und wenn ihr schon ein paar Videos von mir gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich ein ganz großer Bernhard Schlink-Fan bin, dass ich hier auch gerade knapp außerhalb des Bildes meine Sammlung von ihm bisher stehen habe. Und das sind alles Hardcover. Und jetzt habe ich eben ein Taschenbuch gekennzeichnet als Leseexemplar. Aber wie gesagt, das ist trotzdem nicht wahnsinnig schlimm. Es passt nur einfach nur gerade nicht ins Regal und aber sobald es gelesen ist und wieder geliebt wird, kann ich mir das ja trotzdem noch passend besorgen. Aber worum geht es diesmal um In die Enkelin? Und ich muss sagen, es klingt wieder einfach nach einem typischen Bernhard Schlink-Buch. Und zwar geht es um Birgit, die zu ihrer Liebe Kaspar in den Westen geflohen ist. Allerdings war das nicht so ganz einfach und sie hat einige, ja, Menschen und Dinge zurücklassen müssen, was Kaspar gar nicht so geahnt hat. Erst nach ihrem Tod entdeckt er, welches Opfer sie quasi dafür gebracht hat, mit ihm zusammen sein zu können. Und so spürt er ihrem Geheimnis nach und begegnet eben im Osten den Menschen, die damals für sie wichtig waren. Und ja, versteht dann erst so richtig, wie gesagt, was sie hinter sich gelassen hat. Die Suche führt ihn auch in eine völkische Gemeinschaft auf dem Land und zu einem jungen Mädchen, das er irgendwie als seine Enkelin empfindet und sie ihn als Großvater. Das heißt, da passiert irgendwie scheinbar was ganz Emotionales, Besonderes mit den beiden, dass die sich so zueinander hingezogen fühlen, obwohl sie also ihre Welten nicht fremder sein könnten. Kämpft er darum, weiterhin irgendwie für sie da sein zu können, zum Beispiel. Genau, und ja, das klingt einfach wieder auch so ein bisschen wie Olga von Bernhard Schlink, wo es einfach darum geht, dass eine Frau für die Liebe auch ganz viele Opfer gebracht hat und jemand, dem sie wichtig war, später noch Nachforschungen anstellt, wie es in ihrer Jugend war, wo ihre Ursprünge liegen und das erforscht und klar wird, was das dann für eine besondere Frau und Person war.
und sich dann vielleicht auch wieder sehr viel selber reflektiert und vielleicht auch feststellt, dass er ihr gegenüber nicht genug Wertschätzung vielleicht gezeigt hat. Zumindest stelle ich mir so den Protagonisten vor, weil das sehr gut zum Schreibstil von Schling passen würde. Und hier bin ich eben auch wieder total gespannt drauf. Das Buch hat 376 Seiten, also doch ein bisschen mehr, als man hier erst erwarten würde. Es sind recht dünne Seiten, aber wie immer bei Schling freue ich mich auf jede einzelne Seite extrem. So, und die nächsten vier Bücher sind alle aus dem Bücherschrank. Also wie ihr seht, auch diesen Monat habe ich mich zumindest, was das Geldausgeben betrifft, sehr gut zurückgehalten. Die ersten Bücher waren alle aus einem Tauschpaket, die anderen drei waren Rezensionsexemplare und die nächsten vier sind aus dem Bücherschrank. Und da konnte ich zum Teil halt einfach nicht widerstehen. Also, und das nächste Buch ist von Stephen Kehlmann, Pigeon English. Mit Sicherheit falsch ausgesprochen. Egal. Aus dem Berlin Verlag. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie einfach es ist, das jetzt zu beschreiben, weil einfach der Klappentext nicht besonders lang ist, aber mich irgendwie trotzdem gepackt hat. Und zwar geht es irgendwie um Harry Opoku, der in einer sehr grauen Stadt zwischen Hochhäusern lebt. Und das auch nicht besonders einfach dort ist und er aber sehr viel Fantasie besitzt, die für ihn Farbe ins Leben bringt sozusagen. Also er spricht mit einer Taube, er ist sehr stolz darauf, wenn er der Schnellste in der Klasse ist oder neue Farben im Haribo-Sortiment entdeckt und sich so eben an Kleinigkeiten erfreut, die seinem Leben, gerade seinem kindlichen Leben, dann doch so ein bisschen Aufschwung geben. Und als Abschlusssatz steht einfach da, er erzählt eine Geschichte voller unschuldiger Erfahrungen, die einer rauen Realität alles entgegenhält, was Sprache und Lebenswille aufzubringen imstande ist. Und das klingt einfach sehr besonders und da bin ich total gespannt, was mich da erwarten wird, wenn eben auch Sprache viel damit zu tun hat, wenn vielleicht Optimismus oder sich das Leben schönreden sozusagen, da bin ich eigentlich nicht so ein Freund von, weil ich immer mich als sehr realistisch bezeichne. Aber gerade für so ein Kinderschicksal finde ich das schon sehr spannend. Und ich sehe gerade, hier sind sogar so ganz kleine Illustrationen drin, wahrscheinlich irgendwelche verbotenen Schilder, die ihm auch Grenzen setzen einfach in seiner Welt. Genau, ja. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich kann noch mal kurz den längeren Klappentext checken, ob da noch irgendwas drin ist, was uns noch ein bisschen mehr verrät. Ja, okay, das hat tatsächlich noch mal ein bisschen tieferen Einblick gegeben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das damals überhaupt gelesen habe oder ob mich schon einfach der ganz kurze Klappentext begeistert hat. Aber wir erfahren quasi noch, dass Harry 11 Jahre alt ist und mit seiner Mutter gerade aus Ghana hergekommen ist. Und mit her meine ich in den 9. Stock eines Londoner Sozialbaus. Und er könnte quasi einer von den coolen Jungs werden, die da um die Ecke stehen und mit Drogen dealen oder ihre Tags an die Wände sprühen und könnte sozusagen leicht abrutschen. Aber da hat er eigentlich überhaupt kein Interesse dran, sondern er freut sich irgendwie einfach auf sein neues Leben, wie ich schon beschrieben habe, auch sehr, sehr kindlich, noch sehr spielerisch. Hat wohl auch so selbstgemalte, also so Turnschuhe mit aufgemalten Adidas-Streifen und ist ganz stolz irgendwie dann auf seine Schuhe und hüpft so durchs Leben. Aber um ihn herum eben passieren, sage ich mal, so ein bisschen in diesem Ghetto auch viele Sachen. Also Mädchen werden oft mit 14 schon schwanger oder ja, wie gesagt, es gibt irgendwie Drogenopfer. Und dann wird tatsächlich wohl ein Junge auf der Straße abgestochen und kein scheint das so richtig zu interessieren. Und Harry beginnt dann aber wohl ja, so ein bisschen zu ermitteln, um herauszufinden, was da eigentlich los ist. Was ja dann scheinbar so ein bisschen entgegen seinem "Ich lasse auch die böse Welt nicht an meine Gedanken ran" widerspricht und er dann mit der Realität konfrontiert wird. Aber einfach an sich dieses
das Setting, er schon als der Junge, als Person, wird mir schon irgendwie durch die Klappentexte so nah irgendwie, dass ich da schon so eine Sympathie entwickle, dass ich unbedingt wissen will, was er so erlebt, auch wenn ich mir sicher bin, dass das nicht nur lustig und schön sein wird. So, das nächste Buch hat wohl den besten Titel überhaupt. Und zwar bringt es euch gar nichts, wenn ich das hochhalte, weil, wie gesagt, aus dem Bücherschrank und war leider ohne Schutzumschlag. Aber es ist Nur der Pudding hört mein Seufzen von Irma Bombeck. Und das hier scheint auch eine Sonderausgabe des Lingen Verlags zu sein. Und ja, 1978 war die deutsche Erstausgabe im Lübbe Verlag. Und hier geht es sozusagen scheinbar um den ganz normalen Wahnsinnsalltag einer Mutter mit mehreren Kindern. Und ja, einfach auf lustige, humorvolle Weise beschrieben, was doch so auch die Probleme sind einer solchen Mutter, aber die es doch irgendwie mit Humor nimmt und ja, sozusagen das Kind schon schaukelt. Und das habe ich einfach schon ein paar Mal irgendwie gehört. Es soll wirklich humorvoll sein. Da muss man jetzt eben natürlich gucken, ob das auch mein Humor ist. Das werde ich dann sehen. Aber das ja, stelle ich mir einfach richtig nett vor und habe eben auch gehört, dass viele das dann später so, wenn sie selber Kinder hatten, sich daran zurückerinnert haben und ihre eigenen Situationen oder Tage, die nicht so gut liefen, einfach so ein bisschen relativiert hat, weil sie sich an Irmas Erzählungen erinnert haben, dass es einfach irgendwie jedem Mal so geht und es vielleicht auch manchmal gut mit Humor zu nehmen ist und man die Situationen, die einen stressen, so ein bisschen besser ja, hinter sich bringt. Und da ich euch sonst jetzt hier nichts dazu zeigen kann, würde ich mal sagen, also im Inhalt gibt es eben so verschiedene Kapitel, weil es eben Erzählungen sein sollen. Und da haben wir zum Beispiel, womit habe ich das verdient? Denn Schönheit ist vergänglich, o heilige Familienbande, eine Mutter leidet stumm, ärmer, ärmer über alles und Gold ist wert. Also so heißen die Abschnitte. Dies ist kein Buch, es ist eine Lektion in Gruppentherapie und basiert auf 6 voraussagbaren Depressionszyklen, die eine Frau im 12-Monats-Rhythmus heimsuchen. Diese Kapitel werden Ihnen nicht helfen, sie zu überwinden, sie nicht einmal lehren, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Das Ziel ist erreicht, wenn sie sich ab und an die Seele freilachen. Ja, und das klingt einfach nett. Und da bin ich einfach mal drauf gespannt. Und wie gesagt, gerade mit dem Titel, das ist einfach witzig. Ja. Und auch das nächste ist in die Humorschiene einzubetten. Und ich glaube, also das habe ich ja jetzt auch nicht ganz so oft, aber ich denke, ich brauche wirklich auch immer mal so ein paar Zwischenbücher, die ja die Laune auch wieder ein bisschen heben, wenn man nicht nur, wenn man nur traurige Sachen liest. Also viele machen das ja, aber ich glaube, ich brauche da trotzdem ab und zu immer mal ein bisschen was, was mich ein bisschen wieder erhebt. Deswegen habe ich ja jetzt zum Beispiel auch Kinder- und Jugendbücher eingebunden, weil die dann einfach mal ein bisschen ja, auflockern. Aber so kann man das ja auch mal mit Romanen, die einfach ein bisschen humorvoller sind. Und auch eben aus dem Bücherschrank und war wohl mal Teil einer Stadtbibliothek, Vorsicht vor Leuten von Ralf Husmann. Und hier ist nämlich auch noch, fand ich witzig, ein Ausleihzettel drin von der besagten Stadtbücherei. Und man sieht auch, was derjenige noch so ausgeliehen hat. Unter anderem Elefant, also möglicherweise von Suter. Und das habe ich auch noch nie irgendwo gesehen auf so einem Ausleihzettel. Wert der entliehenen Medien insgesamt 153 Euro. Ja, also es war auf jeden Fall, glaube ich, eine Leserin, die auch sehr lockere Literatur gelesen hat. Hier steht sogar der Name. Na gut, das sagen wir jetzt nicht. Worum geht es denn in dem Buch? Und zwar um den Sachbearbeiter Lorenz Bramkamp aus Osthofen, dem das Leben und das Schicksal öfters mal einen Strich durch die Rechnung machen. Aber er ist auch nicht ganz unschuldig daran. Zum Beispiel hat ihn seine Frau verlassen,
Aber er ist auch einfach ein notorischer Lügner. Er hat schon früh festgestellt, andere hatten Begabungen für Mathe, für Kunst, für Naturwissenschaften und er einfach fürs Gutlügen. Aber scheinbar nicht gut genug, denn wie gesagt, seine Frau Katrin hat sich von ihm getrennt. Und auf Arbeit läuft es auch nicht besonders gut. Seine Kollegen mögen ihn nicht besonders, aber er tut auch nichts dafür, dass das irgendwie besser wird. Seine Gesundheit spielt auch nicht richtig mit, aber er wird erst recht nicht anfangen, sich jetzt plötzlich gesund zu ernähren oder Sport zu treiben. Also er fährt weiter einfach auf seiner Schiene. Aber irgendwann will er trotzdem ein bisschen was ändern und sein größtes Problem scheint zu sein, dass ihm seine Frau fehlt. Und deswegen macht er einen Plan. Er will abnehmen, er will seinen Job sichern und ehrlich werden. Aber ob das so ganz funktioniert? Ja, und dann lernt er auch noch einen Selfmade-Millionär kennen, Alexander Schönleben, der genau das Gegenteil ist. Er ist erfolgreich, er ist sportlich und hat sehr viel Glück mit den Frauen. Und ja, er will jetzt rausfinden, wie er das geschafft hat und wird von ihm wohl auch so ein bisschen angeleitet. Aber ob das alles so gut ist und wirklich nur erfolgversprechend, das scheint jetzt nicht so zu sein, aber wird man rausfinden. Ja, und das klingt, also ich finde einfach, der Titel ist schon mal so mein Humor, von wegen, ich mag keine Menschen, Steine sind okay. Und das klingt auch so ein bisschen so, deswegen fand ich das ganz witzig, könnte eben mein Humor sein mit so einem etwas murrigen Typen, auch wenn er hier, man sieht ihn ja nicht so richtig, nur so von hinten. Ich stelle mir den auch so ein bisschen Kurt Krömer-mäßig vor und wenn der auch so schreibt, spricht, denkt, dann ist das eben, wie gesagt, genau mein Humor, so ein bisschen so ein mauliger Typ einfach. Und da bin ich mal gespannt, ja, ob er seine Katrin zurückkriegt und was es mit dem Selfmade-Millionär auf sich hat und ob er ihm wirklich gut tut und hilft. Und zu allerletzt hat mich dann im Bücherschrank auch noch ein Buch von Benedikt Welz angelacht, das ich irgendwie auch noch nie gesehen habe, noch nicht auf dem Schirm hatte, und zwar Fast genial. Und ich habe von ihm noch nichts gelesen, aber natürlich einiges auf der Liste, was jetzt in letzter Zeit erschienen ist oder hochgelobt wurde. Und auf jeden Fall interessiert mich der Autor sehr, wie er so schreibt. Und deswegen war ich überrascht, dass ich jetzt auch mal ein für mich noch unbekanntes Werk auf jeden Fall von ihm gefunden habe, was aber auch sehr spannend klingt. Und zwar geht es hier um Francis Dean, der knapp 18 geworden ist und mit seiner alleinerziehenden Mutter in einem Trailerpark wohnt. Also wirklich, die finanziellen Mittel sind nicht so besonders und er sieht sich auch schon, wie sein Leben dort enden wird in diesem Trailerpark. Also dass er vom Leben nicht viel zu erwarten hat, weil er einfach auch keine richtigen Chancen sieht, da rauszukommen. Und dann erfährt er aber an einem Tag die Wahrheit über seine Zeugung und dass sein Vater gar kein Versager war, der die Familie einfach im Stich gelassen hat, sondern ein erfolgreicher Wissenschaftler aus Harvard, der absurde Experimente gemacht hat, wo die Mutter auch teilgenommen hat und er möglicherweise irgendwie, sie künstlich befruchtet wurde oder wie auch immer. Aber gut, er sagt ja, dass das sein Vater sein soll. Also bin ich mal gespannt, wie dieses Experiment dann letztendlich, was das ausmacht. Und jedenfalls möchte er unbedingt sich auf die Spuren nach seinem Vater machen, weil der hat es ja scheinbar ein bisschen zu mehr im Leben geschafft und natürlich möchte er ihn auch einfach kennenlernen. Und so begibt er sich mit einem seiner Freunde und seiner Liebsten, also er scheint eben auch eine Freundin zu haben oder möchte sie haben, zusammen auf so einen kleinen Roadtrip quer durchs Land zur Westküste, um seinen Vater zu finden, ihn kennenzulernen und eben herauszufinden, was es da mit diesen Experimenten auf sich hat. Also es ist sowohl eben ein Roadtrip enthalten, als auch so die Findung seiner eigenen Existenzklärung. Bin ich auch einfach gespannt drauf. Hat
Wie viele Seiten? 322. Ja, das Buch ist nicht mehr in so einem wahnsinnig guten Zustand, aber wie gesagt, die, wie ich es immer sage, die Buchstaben sind noch alle drin und kann man noch sehr gut lesen. Und ja, bin ich einfach gespannt drauf und vor allem auch, weil es ein Werk ist, über das ich einfach noch nicht wirklich viel gehört habe. Und das war's schon mit den Neuzugängen eben aus dem Oktober. Das konnten wir ja diesmal wenigstens ein bisschen kürzer abhandeln. Und ja, wie gesagt, sobald das andere Video zu den ersten Büchern online ist, dann schaut da sowieso gerne vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!